Wenn sie im Garten kein Wasser finden, helfen sich Vögel anders und nicht immer zur Freude von uns Gärtnern. Besonders Stare sind da sehr erfinderisch. Meisen kommen uns da mehr entgegen. Sie löschen ihren Durst zum Teil mit Blattläusen. Die gibt es in diesem Jahr reichlich. Ein Vorteil für Insektenfresser. Aber selbst die fleißigste Meise und der erfolgreichste Hausrotschwanz brauchen irgendwann mal richtiges Wasser. Und das ist in vielen Gärten Mangelware. An den wenigen Gartenteichen herrscht im Sommer Hochbetrieb. Diese Spatzenfamilie kommt zweimal am Tag zum Trinken und zum Baden. Planschen macht Spaß und löst die Staubkruste auf den Federn. So richtig nass werden die Spatzen dabei nicht, weil ihre Federn gut eingefettet sind. Deswegen können sie übrigens auch im Winter problemlos baden. Nach dem Planschen geht's zum Futtern. Hier in diesem Garten haben es die Spatzen ziemlich gut getroffen. Wer keinen Teich hat, kann Vögeln trotzdem helfen, mit einer Vogeltränke. Das Material ist relativ egal, ob schicke Keramik, eine Bratpfanne oder ein Blumentopfuntersetzer. Hauptsache ein flacher Rand, der nicht zu glatt ist. Große Vögel wie Tauben freuen sich auch über tiefere Gefäße, aber meist reichen schon 5 cm Wassertiefe. Die Schale sollte nicht in der prallen Sonne und etwa 3 Meter von Büschen entfernt stehen. Sind viele Katzen unterwegs, ist es sinnvoll, die Vogeltränke aufzuhängen. Dafür gibt es verschiedene Lösungen, von groß bis ganz klein. Und selbst die kleinsten finden immer einen Abnehmer. Obwohl Vögel ein erstaunliches Immunsystem haben, bekommen sie manchmal Infektionen, die vor allem Grünfinken treffen. Naturschutzverbände empfehlen deshalb, das Wasser einmal pro Woche wechseln, bei Hitze täglich und das Becken mit Bürste und heißem Wasser ohne Spülmittel reinigen. Alternativ können sie auch zwei Tränken benutzen und immer eine trocknen lassen. Für die Vögel im Garten ist jedes Wasserangebot ein Geschenk. Und gleichzeitig profitieren auch alle anderen Gartentiere davon.